Wir haben heute einfach mal unser Screenkeeping vorgestellt, wie wir das so handeln hier. Ich denke, jeder Tipp kann im Vereinsleben irgendwo helfen, vielleicht nicht in großem Maße, aber 10 kleine Dinge können dir auch wieder helfen. Und deswegen ist schon gut, wichtige Tipps aufzunehmen, um da dann mit den Kleinigkeiten auch was Großes zu erreichen. In Zusammenarbeit mit unserem Wir für unsere Region Hauptpartner Husqvarna wurde unseren Vereinsfreunden beim Themennachmittag Greenkeeping Hilfreiches für die eigene Vereinsarbeit an die Hand gegeben. War ein super Tag. Wir hatten einen super Platz draußen, schönen grünen Rasen. Also konnten unsere Geräte und vor allen Dingen auch Siora sehr, sehr gut präsentieren heute. Und die Vereinsfreunde, muss ich wirklich sagen, viele Fragen gestellt, sehr neugierig gewesen. Und ich freue mich, dass heute auch so viele auch mitgekommen sind. Also über 80 Leute, mit dem Erfolg haben wir so gar nicht gerechnet. Erfolgreich der Tag auch für unsere Gäste, bestehend aus Vertretern regionaler Vereine. Der Austausch ist immer sehr gut. Du sammelst neue Ideen, du erfährst was Neues. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, auch das mal kennenzulernen, wie es einfach woanders läuft. Nicht in der eigenen Heimat. Das ist für uns wirklich eine tolle Sache, so einen Profiverein in der Nähe zu haben und davon dann auch profitieren zu können. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit so vielen Leuten hier gerechnet. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie viele Leute da kommen. War dann positiv angetan, dass es anscheinend ja jetzt über 80 Leute sind. Haben auch schon von unserem Nachbarverein welche hier gesehen. Also man kennt sich und man kommt in Austausch. Super Sache. Die Veranstaltung für alle Teilnehmer ein voller Erfolg. Klasse Veranstaltung. Uns freut es, dass so viele Teilnehmer vorbeigeschaut haben. Ja, es war sicherlich interessant, mal Einblicke in das Greenkeeping beim FCH zu bekommen. Aber auch großes Dankeschön an Husqvarna, die uns hier ihre Geräte vorgestellt haben für das Greenkeeping, ihre Amateurvereine. Es ist richtig familiäre Atmosphäre und es passt einfach. So kann man sich also schon jetzt auf die nächsten Veranstaltungen für unsere Vereinsfreunde freuen.